12,5 Kilogramm schwer, Kaliber 120 mm. Eine Leuchtpatrone verlässt das Rohr. Mit bis zu 307 Metern pro Sekunde schießt ein Mörsertrupp der deutschen schnellen Eingreiftruppe, auch QRF genannt, heute zu Übungszwecken in Masar-i-Scharif. Vor einem möglichen scharfen Schuss ist das Anschießen der Bodenplatte oberstes Gebot. Also das Anschießen der Bodenplatte ist dafür gut, dass wir schnellstmöglich dann auch die Zielgenauigkeit zu 100% erhöhen. Auf 75 Meter Entfernung von der eigenen Truppe. Unterstützung der eigenen Soldaten mit Stahlfeuer. Dies ist der Auftrag des Mörserzuges der QRF. Bis zu einer Reichweite von 7500 Metern können die 10 Soldaten eines Mörsertrupps feindliche Kräfte in einem Radius von 50 Metern bekämpfen. Bei einem Einsatz von 3 Trupps kann ein gesamtes Fußballfeld abgedeckt werden. Heute werden zu Übungszwecken nur Leucht-, keine Sprengpatronen verschossen. Im Vordergrund steht der Übungszweck. Ja, auch im Einsatz kommt es darauf an, dass wir uns in Übung halten. Und wir haben eben den Mörserzug gesehen, wie er den Feuerkampf hier aus dem Camp Mamal geführt hat. Ich war ganz zufrieden mit der Leistung meiner Soldaten. Die haben super Leistungen hier gezeigt. Insbesondere beim Wirkungsschießen, als 8 Patronen in kurzer Folge rausgeschossen werden mussten, haben sie eine saubere Zeit rausgearbeitet. So werden wir hier unseren Auftrag erfüllen. Dieser Auftrag jährt sich im Juli 2009. Vor 12 Monaten hat die Bundeswehr die Verantwortung über die schnelle Eingreiftruppe von den Norwegern übernommen und ist seitdem in Nordafghanistan im Einsatz. Überall und jederzeit.